So, ich gehe jetzt einfach mal auf Aufnahme und das lassen wir einfach mitlaufen, weil die große Schwierigkeit ist auf dieser Brüssel-Ebene. Ich führe hunderte von Gesprächen und danach höre ich dann immer wieder, das war jetzt so der Hammer, das war so genial, obwohl ich eigentlich immer wieder dasselbe erzähle, aber ich variiere das. Und wenn man genau zuhört, wird man feststellen, auch wenn ich ein Beispiel immer wieder wiederhole, mache ich immer eine Kleinigkeit neu dazu. Und es bleibt halt einmal dieses Spiel, dass du dich irgendwann einmal, du Geist, den ich das jetzt erzähle, dass du feststellen wirst auf der Brösel-Ebene, auf der menschlichen Ebene, als Affe unter Affen, wie ich das nenne, als Brösel unter Brösel, dass du mit den einfachsten Worten nichts erreichen kannst. Dass die Menschen um dich herum diese Erkenntnis, dass die Menschen um dich herum, die ja letztendlich immer, wenn sie in dir auftauchen, nur deine eigenen Informationen sein können. Sie müssen deine Information sein, sonst kannst du sie nicht wahrnehmen. Die große Erkenntnis, wenn ich sage, wenn du einen einzigen Satz von diesem OP, von diesem Brösel, von dem Bitzelmännchen verstanden hast, nur einen alleinzigen Satz wirklich verstanden hast, im tiefsten Innern durchschaut hast und dir klar wird, was das eigentlich bedeutet für dich, wirst du feststellen, hast du alle Sätze verstanden. Und es geht jetzt nicht um eine intellektuelle Auslegung der Worte, sondern es geht um die Metaebene, um die Metapher, um den Sinn. Zum Beispiel der Satz, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Niemals irgendeine kurzzeitig auftauchende Information von dir, also irgendetwas Existierendes, ich betone jetzt die Tiere, die du dir ausdenkst, die kriegen das nicht mit, dass du sie jetzt denkst oder dass du sie auf der VR-Brille anschaust. Die haben auch keine Gefühle, die werden immer so sein, wie du deine Informationen interpretierst. Und es ist halt einmal hundertprozentig sicher, dass du der Einzige bist, der deine Informationen erlebt. Gleichgültig, ob jetzt das Gedanken sind, die von dir gedacht werden, gleichgültig, ob du auf einen von dir selbst ausgedachten Gedanken reagierst. Oder ob in dir ein Gedanke hochkommt, was du dir nicht raussuchen kannst. Das kannst du beobachten und wenn du der bist, der das beobachtet, dann hast du die Erleuchtung erreicht. Du beobachtest prinzipiell immer nur den ständigen Wechsel deiner eigenen Informationen. Was anderes kannst du Geist nicht beobachten. Das ist zum Beispiel, diese Sätze sind extrem tief. Auch immer, wenn ich behaupte, du bist der Schöpfer Gott für jeden Gedanken, den du denkst. Ob du jetzt ein heliozentrisches Weltbild denkst, das hat jetzt hundertprozentig nicht existiert. Jetzt sagst du ja, ich habe da keinen Einfluss mehr drauf. Richtig, ein träumender Geist hat keinen Einfluss drauf, was er träumt. Du hast doch keinen Einfluss drauf, was die Menschen, die in deinem Traum auftauchen, sprechen oder wie die sind. Es ändert aber nichts daran, dass du derjenige bist, der das durch das Träumen in sich selbst erschafft. Das ist ja so ein ganz, ganz kleiner Trick. Dass dir immer klar sein muss, wenn du träumst, bist du als träumender Geist der Schöpfer für deinen Traum, aber ein Schöpfer, der überhaupt keinen Einfluss hat auf das, was er träumt. Und die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du das bewusst machen kannst. Dann bist du ein wirklicher Gott. Das ist die nächste Stufe. Aber dann kommst du in einen Zustand, der auf dieser unteren Ebene nicht beschreibbar ist. Das ist diese 3x3x3 Wachstumsstufe. Und das Ganze erfordert eigentlich nur die Fähigkeit, das, was du hier zu lernen hast, ist nicht irgendein intellektuelles Wissen. Das sind immer diese zwei Seiten, die ich erkläre. Ganz einfach erkläre, ich sage, es gibt kein Positiv ohne ein Negativ. Es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Und das ist immer gleichzeitig. Das gilt für jegliche Art von Polarität, die du dir jetzt ausdenkst. Für Gesundheit und Krankheit, für hell und dunkel. In dem Moment, wo du denkst, jetzt ist es hell, ich habe das zigfach erklärt, ist für dich logisch, wenn wir von Dunkel reden, dass du sagst, ja, es war vorher finster und es wird wieder finster werden heute Abend. Aber wenn du, sobald du dir jetzt bewusst machst, dass du an eine Erdkugel denkst, die an der Sonne angestrahlt wird, dann muss dir klar sein, wenn es jetzt hell ist, ist es im selben Moment auch finster. Das kann man sich bewusst machen. Und genauso kannst du dir bewusst machen, dass wenn du jetzt an eine Erdkugel denkst, dass die Erdkugel in dem Moment in deinem Kopf als Information zu existieren beginnt, in dir als ein Gedanke, wenn du sie denkst. Sie existiert aber nicht, wenn du sie nicht denkst.
Und jetzt kommt das große Problem, wenn ich immer wieder betone, Holofilling ist die einzige Lehre, die nur mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet. Und da musst du schlichtweg und einfach das erste und das zweite Gebot halten. Diese Tiefe, das ist kein religiöses Geschwätz. Das heißt, diese Einseitigkeit macht so unendlich blind. Wir denken uns jetzt ganz einfach mal, wir machen mal eine raumzeitliche Blüsengeschichte. Ich schaue an und dann ist hier ein Werbefilmchen gegen den Hass. Das sind jetzt Menschen, da kann zum Beispiel auch die dazu, die sich hinstellen, die Arme aufbreiten, wenn ich immer sage, meine Hannis und Nannis, die Augen verdrehen und in den Himmel hochschauen und ihren Jesus anbeten. Und ich mache mich jetzt da nicht lustig drüber, es ist eine wertfreie Beschreibung, wie du das selber interpretierst, beobachte das einfach. Das sind Menschen, die werden in irgendeiner Art und Weise nicht fertig damit, dass in ihren Traum Menschen auftauchen, die Hass predigen. Die so voller Hass, die Hater nennen wir das jetzt im Neusprech. Und was denen überhaupt nicht klar ist, wenn die jetzt einen eigenen Werbeblock drehen, lasst uns zusammen gegen den Hass kämpfen. Wie sehr müssen die diese Hater hassen? Das ist das Problem mit Wellenberg und Wellendal. Das hat mit der roten Liebe, mit der allumfassenden Liebe nichts zu tun. Und ich erkläre dir immer wieder, wenn du was dir ausdenkst, was du prinzipiell zu sehen bekommst, da steckt das Wort Ehe schon drin, ist immer die Verbindung von zwei Seiten, die genau genommen eine Spiegelung sind. Ich sage immer wieder, ob wir jetzt Impfbefürworter oder Impfgegner uns ausdenken oder wir denken uns pro Russland oder pro NATO. Es sind zwei Seiten, die aufeinander prallen. Das sind zum Beispiel auch die ganzen Hater, die diese scheinheiligen guten Menschen absauen und die guten Menschen, die mehr oder weniger gegen die Hater sind. Und interessanterweise wird immer die Seite, mit der du sympathisierst, wird dir richtig erscheinen. Das Ganze habe ich so komprimiert in einem einfachen Dassenbeispiel. Da haben wir nicht nur zwei Seiten, sondern dann vier Seiten. Da gibt es ganz Holofilling-Videos dafür, die dich dann bis zu 16 Seiten hochführen, die unabhängig voneinander gar nicht existieren können. Man kann die unabhängig voneinander denken. Aber du wirst feststellen, dass im Hintergrund, sobald dieser Gedanke auftaucht, das eine Gedankenwelt ist. Und dann ist halt einmal so, dass in dem Moment, wo du von hell sprichst, zwangsläufig, ohne dass dir das bewusst ist, auch das Finster dazu gehört. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendal. Und in dieser einfachen Metapher soll ich immer, wenn wir uns jetzt wirklich an Wasserspiegel denken, dass sobald mir eine Welle rausklappen, fällt genau dieses Volumen, das wir oben hochklappen als ein Hügel, HGL heißt wie eine Welle. Das ist jetzt das Hochinteressante. Der Kontrast ist aber nicht oben und unten, sondern das ist diese Gleichzeitigkeit in dem Punkt, dass ich immer wieder sage, versuche mal jemanden mit Worten, mit Geräuschen jetzt ausgesprochenerweise zu erklären, was Stille ist. Das bedeutet diesen Satz, jedes Wort, das ich jetzt ausspreche, zerstört eigentlich das, was ich dir erkläre. Wir können das auf die Schrift verlagern, dass ich sage mir mal weißes Blatt Papier und jetzt mache mal mit Schriftzeichen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Farbe, erkläre mal, was der weiße Hintergrund ist. Und sobald du da was draufschreibst, zerstörst du eigentlich dieses reine Weiß. Wir können jetzt Farben austauschen, wir brauchen diesen Kontrast, um was sehen zu können. Das macht die Lebendigkeit aus. Aber es gilt halt dieses Gesetz, wenn ich immer sage, plus 5, minus 5, umso mehr du glaubst, dass du wüsstest, was Liebe ist und du denkst dabei an eine Liebe, die das Gegenteil ist von Hass, entheiligst du dich. Und wenn du gesund sein willst, bist du nicht krank und dazwischen, dann weißt du nichts von der Heiligkeit. Krieg und Frieden, Sonnenschein und Regen, das Kommen und das Gehen ist eigentlich das Entstehen und die Zerstörung. Und das passiert immer jetzt. Da werden wir in einem nachfolgenden Selbstgespräch, ob ich hier jetzt bin ich bröselig, wir reden ganz einfaches Brödelgespräch. Haben wir ein schönes Video, Holger hat ein schönes Video dazu gemacht und dann erkläre ich das nochmal mit dem absoluten Jetzt, dass wir diese transversale Hierarchie haben und es geht nicht um Wissen. Das Holofeeling, wenn man reinhört im ersten Moment und dann diese vielen Schriften sich anschaut, wenn dann hier Wörter aufgefächert werden oder wir gehen die Holo-Arithmetik,
Das sind auch zwei Seiten. Ich sage immer, es gibt einen sehr komplizierten Weg. Wir sagen mal, diese Vielwisserei können wir bis ins Unendliche steigern. Und wir können das auch bis ins Unendliche einfach machen. Und jetzt ist es, dass zu einer absoluten Einfachheit gehört gespiegelt eine unendliche Komplexität. Welchen Weg du gehst, steht in Ich bin du schon, den Weg des Wissens oder den Weg der Weisheit, des Mystikers. Kannst du dir raussuchen, egal welchen Weg du gehst, du kommst ans selbe Ziel. Du kannst auch den einfachen Weg gehen. Und das heißt, dieser einfache Weg ist, wenn du einen einzigen Satz verstanden hast. Zum Beispiel ein Satz ist, du bist Geist. Aber was nützt dir jetzt diese Erkenntnis, wenn du nicht weißt, was Geist ist? Geist ist etwas, was du nicht denken kannst. Wir nennen das immer rot geschrieben. Es erfordert eine absolute Kommunion mit dem absoluten Geist, mit Gott. Das Göttliche in dir selber, und ich sage immer wieder schon das Wort Gott, das ist ein Thema, das ich seit 30 Jahren erkläre, als Brösel unter Brösel bei normalen Menschen. Wirst du feststellen, sobald in irgendeinem Gespräch, ich sage jetzt absichtlich nicht in einer Diskussion, eine Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist es, das ein Beispiel. Ist der Henkel rechts oder ist er links? Das sind die normalen Menschen in deiner Traumwelt. Da geht es nur um einseitige Rechthaberei und jeder meint, das, was er als richtig ansieht, ist die einzige Wahrheit. Und jetzt bringe ich diese einfachen Beispiele hier mit den Kollektionen, diese Erkenntnis zu sagen, du hast noch nie deine Küche gesehen. Und ich kann immer wieder nur anraten, jetzt als Brösel und der Brösel in deinem Traum, sag das einfach einmal zu Leuten, dann bringst es dich in die Klapse. Die meinen, sagst, du machst dann Spaß. Obwohl das ist, was hundertprozentig sicher ist. Holofeeling erfordert eine unheimliche Detailgenauigkeit, eine Detailversessenheit beim Denken. Und dieses Denken muss von dir einfach nur beobachtet werden und du kannst nur dein eigenes Denken beobachten. Es ist nämlich interessant, wenn jetzt irgendjemand in dir auftaucht als sinnlich wahrgenommene Information, das ist es ganz einfach als Brösel unter Brösel, dann wirst du nämlich feststellen, dass in dem Moment, wo irgendeine Figur in deinem Traum, ein Antagonist, irgendwas äußert, normal gesprochen heißt, du triffst als Brösel auf jemanden und der erzählt dir was. Muss dir klar sein, dass dieser Antagonist jetzt in dir, in einem Traum, sich gar nicht raussuchen kann, dass du das träumst, dass er dir das erzählt. Die Figur als Ding an sich, die Erscheinung, die Existenz hat darauf keinen Einfluss. Darum nenne ich das, was wir jetzt machen, zum Beispiel Selbstgespräche. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass da außen ein Udo ist. Das ist das eine Pixelmännchen auf deinem Monitor, der jetzt in irgendeiner Art und Weise hier einem Michael was erzählt. Und wer erlebt das jetzt? Meinst du, dass dieser Michael oder der Udo, diese Pixelmännchen, das jetzt erleben, was du erlebst? Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Und die werden ständig von dir interpretiert. Und du kannst dann auch beobachten, wie irgendwelche Figuren in deinem Traum auch interpretieren. Und du sollst diese Interpretationen beobachten. Aber wichtig, die wirkliche reine Beobachtung beginnt in dem Moment, dass du beobachtest, ohne zwanghaft zu werden. Und du wirst jetzt in einer intensiven Selbstbeobachtung, wirst du feststellen, dass du das nicht abstellen kannst. Das heißt, die Fähigkeit zu schauen, wie gewertet wird. Ich sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, der ist einfach nur und dann taucht der Wertung auf. Entweder eine Wertung deines eigenen Egos, deiner KI oder eine Wertung von irgendeiner Figur, die du jetzt denkst. Und dann ist diese Wertung. Und interessant ist, dass wenn du wertfrei schaust, wirst du plötzlich alle Perspektiven gleichzeitig sehen. Wenn du nicht wertfrei schaust, dann schreit irgendwas in dir wieder. Das ist mit der Tasse. Angenommen, du beobachtest welche, die drum streiten, ob der Henkel rechts oder links ist, dann schmunzelst du eigentlich bloß, weil du dann diese Äußerungen, diese Wertungen wahrnimmst, aber zwangsläufig weißt, dass das ein Blödsinn ist, was die machen. Und jetzt tausche diese zwei Seiten mit irgendwelchen, mit politischen Meinungen, mit Meinungen in der Esoterik aus, in der Medizin, und dir wird irgendwann einmal klar, dass nur Spiegelungen von dir sind. Du gehst meinetwegen auf YouTube und interessierst dich für ein Thema. Und das sind ja so unendlich viele Beraterthemen. Wie du reich wirst, wie du erfolgreich wirst, wie du glücklich wirst, was gesund ist, was man essen muss, um schlank zu werden.
Und jetzt kommt ein Satz, der so elementar ist, egal welches Video du mir jetzt zeigst, ich zeige dir 1000 Videos, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was anderes behauptet wird. Hast du das wirklich verstanden, was ich dir damit mitteile? Das ist diese Einseitigkeit, sich den Kopf zu zerbrechen, welche der vielen Möglichkeiten die richtige ist, ist eine Demonstration vollkommener Geistlosigkeit. Und es dreht sich immer wieder um dieses Wort Geist. Was ist Geist? Du bist Geist. Weißt du, was du selbst bist? Bist du ein Gedanke, den du jetzt denkst? Aber was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das wiederhole ich immer wieder. Und jetzt, wenn du wirklich eingestehst, dann passiert das, was das Pixelmännchen macht, das eine mit dem Kopfhörer, dass du einfach stilles Eingeständnis und Schweigen. Aber dieses stille Eingeständnis und das Schweigen, dann landest du bei dem Adam. Das ist dieses der Rode, Belud, der in einer Hülle steckt. Man, es ist, erfordert doch kein Wissen. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, setze das Ich, was du willst, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, wirst du das Reich Gottes nicht betreten, das heißt die höhere geistliche Ebene. Und auch hier sage ich immer wieder, bei Holophilien geht es nicht um irgendeine Art ausgedachter Religion oder Esoterik oder irgendein Geschwätz. Es geht um das, was hundertprozentig sicher ist. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel, wir gehen mal davon aus, jetzt denk mal an deinen Körper und du sitzt jetzt vor dem Computer. Es wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass du ein Handy in der Hand hast oder dass du bloß die Tonspur dir anhörst. Da gibt es so viele Möglichkeiten bei dir im Moment. Jetzt denk einfach mal, eventuell, wahrscheinlich ist es jetzt so, dass wenn du an deinen Körper denkst, sitzt du jetzt vor einem Monitor und schaust dir dieses Bild an und jetzt denkst du dir schlichtweg und einfach, du hast eine VR-Brille auf. Bei einem Videospiel. Und wenn du diese VR-Brille beim Videospiel aufhast, ich mache es jetzt einmal absichtlicher so, das ist jetzt wie die Brille, muss dir klar sein, dass das zwei kleine Monitore sind mit Pixeln. Das ist das, was du siehst. Und ich sage immer wieder, bei Holophilien gehst du einfach davon aus, dass jetzt dein Intellekt das von innen ansteuert und dann schaust du in einen Raum rein, der sich jetzt eigentlich nur auf diesen zwei Flächen befindet. Das ist dieses Prinzip mit dieser Stereobrille. Ich will aber jetzt auf was ganz was anderes hinweisen. Und jetzt ist es, dass dieses Stereobild, dieses Gewölbe, diese Kamera, die sich aus dir herauswirbt, dein Gesichtsfeld, dass sich diese Monitorbilder, diese Lämpchen, dieses Arrangement von Helligkeiten, von kleinen Pixeln, dass die sich erst verändern, wenn du den Kopf drehst. Weil wenn du jetzt sagst, das sind Monitore, die Veränderung, eine Veränderung gibt es ja nur, wenn du den Kopf drehst. Das wäre jetzt in dem Videospiel, müsstest du mit dem Joystick nach rechts und nach links schwenken und dann hast du verändert, der Computer rechnet neue Bilder aus. Aber jetzt bleib mal ganz starr sitzen, mach das einmal ganz, ganz bewusst, dass du den Kopf nicht mehr bewegst. Das heißt, du hast nicht die geringste Veränderung. Ich könnte jetzt mal sagen, du schaust mir mal auf die Nasenspitze und du hältst jetzt den Kopf wirklich still. Dann hast du ein statisches, nicht veränderliches Bild auf deiner VR-Brille und du kannst trotzdem deine Informationen verändern, weil du kannst nämlich jetzt mein rechtes Auge anschauen von dem Bruder oder das linke. Du kannst aber auch die Nasenspitze von dem Michael-Pixelmännchen anschauen, wenn du hin und her schwenkst, Udos Nasenspitze, und dann wirst du feststellen, dass da irgendwas passiert, dass du einen Blickwinkel veränderst, was aber nichts auf deiner VR-Brille verändert. Weil dazu müsstest du den Kopf bewegen. Du kannst jetzt über den Monitor drüber schauen und schauen, was hinter dem Monitor ist. Schau mal um den Monitor rum. Dann fokussierst du dich einfach, du veränderst die Blickwinkel. Dieses Verändern der Blickwinkel verändert deine Information, aber nicht dein sinnlich, das abstrakt sinnlich wahrgenommene Bild. Und jetzt setze für diese VR-Brille einfach deine Augen. Das ist genau dieses Arrangement. Da müsste ich weit gehen, dann wirst du feststellen, dass du eigentlich zwei VR-Brillen gleichzeitig sind, weil jedes Auge nämlich zwei Seiten hat. Die Retina ist in zwei Seiten ausgedeutet. Das heißt, das wäre jetzt aber viel zu komplex. Ich bleibe bei den ganz normalen Sehen. Das heißt also hier, dass ich ja das reine, wenn wir sagen, von außen kommen Lichtstrahlen rein, dass du hier durch dieses Verändern, rein gedanklichen Verändern dieser Blickwinkel, die reine Information auf den, wir sagen mal, die zwei VR-Brillen wären jetzt die Zäpfchen auf deiner Retina. Dass sich das überhaupt nicht verändert, wenn du rein gedanklich deinen Fokus veränderst, weil du veränderst ja die Augen nicht. Merkst du, da ist schon wieder ein Fehler? Ich will nur genau, wie genau Holofeeling ist. Dass du jetzt in diesem Spiel, wenn du das stillhältst, den Kopf, den wir uns jetzt natürlich ausdenken müssen, bei Holofeeling geht es einen Schritt weiter, dass der Kopf gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst.
Da existieren auch keine Augen, wenn du nicht an die Augen denkst. Das, was übrigens hundertprozentig sicher ist. Ja, aber wenn ich keine Augen hätte, würde deine Logik jetzt sagen, die wird aufschreien, dann könnte ich ja nicht sehen. Ich sage, die Augen, die du dir ausdenkst, sind was Ausgedachtes und die siehst du in dem Moment, wo du deine Augen denkst. Als ein Gedanke. Du wirst aber deine eigenen Augen niemals auf deine Farbbrille holen können. Ja, aber wenn ich in den Spiegel reinsage, dann sehe ich mich ja. Das ist, sind alles Definitionen, die so unendlich fehlerhaft sind, aufbauend auf dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist ein Spiel, das ich tausende Male zum Beispiel erklärt habe. Wenn ich jetzt sage, du kannst dann auch natürlich den Blickwinkel nach unten lenken und die Tastatur anschauen oder mal gezielt die Tastatur anfokussieren. Und dann wirst du feststellen, du siehst jetzt ein Bild. Aber sobald du dich mehr fokussierst auf irgendeine bestimmte Taste, werden die anderen drumherum unscharf. Genau genommen existieren die überhaupt nicht. Außer du denkst dann an die unscharfen Tasten, dann hast du unscharfe Tasten in deinem Kopf. Es wird nämlich immer so sein, wie du denkst, dass es ist. Und das zu beobachten, ohne zu werden und jetzt neugierig zu werden, was das heilige Ganze im Hintergrund ist. Und dann wirst du erkennen, was Geist ist. Ohne esoterisches Geschwätz. Und das jetzt intellektuell einigermaßen begriffen zu haben, heißt noch lange nicht, dass das installiert ist. Es ist dann installiert, wenn du von nichts und niemandem mehr Angst hast. Weil du im tiefsten Innern als Geist jetzt verstanden hast, was du selbst bist. Ein ewiger Geist, der niemals vernichtet werden kann und dass in der Vergangenheit nie irgendetwas passiert ist. Du hast in der Vergangenheit niemals irgendetwas getan oder gemacht. Und du wirst doch in der Zukunft nichts tun können. Was ist denn dann jetzt los? Warte mal, den schalte ich dazu. Wenn so sein soll. Ist ja leichtes, ich nehme gerade auf. Holger, das ist jetzt auch, es ist hochinteressant, wo kommt der Holger jetzt her? Ich sage das immer wieder. Ja, aus dir. Das ist, es kommt alles aus dir. Jeder Moment, der in dir auftaucht, kommt mehr oder weniger aus dir selbst. Dieser Stimm, was ist denn, Holger? Ja, du nimmst auf, ich möchte nicht stören. Also ich klinge mich dann aus. Ich habe was gemacht, machen wir später. Das ist ganz, ist gar nicht, funktioniert jetzt das. Ich habe das gerade angesprochen. Ich habe noch eine kleine Macke drin. Udo, das Ding macht mich wahnsinnig. Ich habe gestern noch eine Dreiviertelstunde, ich konnte überhaupt nicht einpennen. Das ist so crazy, das ist mehr zufällig, wenn ich das hinkriege. Ich habe jetzt eine Version, da ist noch eine kleine Macke drin, aber vielleicht kannst du damit leben. Ich schau mal, die heben uns für das nächste Selbstgespräch auf. Ja, ich möchte aber... Lass mal ein kleines Geheimnis, um was es geht. Es geht eigentlich um diese transversale Sichtweise, dass du mit Lichtgeschwind denkst. Mit Lichtgeschwindigkeit denken oder dass alles, was du erlebst, ist eine transversale Welle. Und das ist die große Erkenntnis, dass immer alles jetzt ist. Passt jetzt genau zu dem Thema. Jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt. Das muss verstanden werden. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Aber was jetzt das Irre ist, ist dieses zwanghafte chronologische Denken, dass man meint, dass man in einem tiefen Glauben ist, dass es da außen sowas wie Raum oder Zeit gibt, obwohl sich das Ganze absolut immer in einem Punkt abspielt, in einem idealisierten Punkt, der genau genommen nichts und alles ist. Das ist dieses Allah. Und das kann man ganz leicht demonstrieren, wenn man diese Transversalebene, die übrigens das erste Mal in einer kleinen Zeichnung im Buch 8 drin ist, also in diesen 8 Offenbarungsbänden in einer populärwissenschaftlichen Darstellung, und dass du dir wirklich klar machen musst, ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das heißt, es ist unmöglich, dass du gestern was gedacht haben kannst oder getan haben kannst. Du kannst es immer nur jetzt denken. Und jeder Moment, der jetzt auftaucht, ich wiederhole das. Wenn du meinst, es ist nicht wichtig. Du wirst leiden. Ich verspreche dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und ich bin jetzt keine Religion. Ich drohe dir nicht. Ein altes Beispiel von dem Udo. Baba sagt zum Kleinen, der rumgrabbelt lang nicht auf die heiße Herdplatte. Drohen, du Leute, die was von dir wollen. Das ist deine Regierung, die dir droht, dass du krank wirst, dass dieses oder jenes passiert. Und wenn du das machst, was wir von euch wollen, wenn ihr das macht, was wir wollen, dann führen wir euch in eine bessere Zukunft. Schon in die bessere Zukunft fällt die schlechtere Hälfte. Das heißt, die haben von Heiligkeit überhaupt keine Ahnung. Ich drohe nicht. Ich warne dich. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und die Betonung liegt auf dem Wort Ewigkeit.
Was ist Ewigkeit? Was, an was denkst du bei dem Wort Ewigkeit? An eine Zeitspanne, obwohl das Wort Zeit ist immer nur ein Zeitpunkt. Jetzt. Das sind wie wenn du im Film anschaust, die Bilder. Das ist tausendfach erklärt. Und dasselbe, was jetzt heute hier ein kleines Programmierung geschrieben hat, zeige ich dir, dass das vor allem auch für die Geräusche gilt. Dass das, was ich jetzt, wenn du sprichst, ich sage tausende Male, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Aber selbst das stimmt nicht, weil du ein Wort im Jetzt gar nicht aussprechen kannst. Was wirklich da ist, ist was ganz was anderes. Da musst du dich überraschen lassen, wenn der das einigermaßen hinkriegt mit der Programmierung. Das machen wir im nächsten Selbstgespräch. Das ist eigentlich, im Hintergrund ist eine absolute Kommunion. In einem Punkt, ich sage immer, das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Und es wird jetzt viel zu weit führen, auch technisch, weil es sehr, sehr viel Wissen erfordert. Das eigentlich wieder, wenn man es kann, ist es ganz einfach. Für jeden, der das kann, ist es das Einfachste der Welt. Ich mache ein Beispiel, das auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf ist. Ich frage dich jetzt, kannst du in deutscher Sprache sprechen, Deutsch lesen und Deutsch schreiben? Dann sagst du ja. Ist vollkommen okay. Ist dir klar, was in diesem Ja? Wir können jetzt da zwei Buchstaben hinmachen. Wir können ein I und ein A oder ein I und ein H oder ein J und ein H hinmachen. Du wirst es immer Ja nennen. Auch ein JH. Ein ausgehauchtes A. Das hebräische Wort für Gott. Was ist da alles drin? Was ist in dem Wort Gott alles drin? Ich sage Gott, das Wort Gott beschreibt die Kollektion aller Kollektionen. Modern können wir jetzt mal als ganz grobe Metapher sagen, das ist das Internet, wo alles gleichzeitig ist. Und jede Internetseite, die du jetzt aufmachst, holst du aus diesem Ordner. Ist einfach nur ein Ordner, ein Ordnersystem. Und du bist der Computer und du siehst nur das, was in dir auftaucht. Ein Nichts von einem Nichts. Und du brauchst jetzt die Kommunion mit diesem Gott. Ich übertrage mal ganz kurz den Bildschirm. Hören wir uns da ganz kurz rein. Ich habe den Startpunkt 92 gesetzt. Die geistige Kommunikation, Vorgang der Geburt. Nur ganz kurz reinhören. Es ist die geistige Kommunion ein Zustand völliger Willenshingabe an mich. Denn mit mir vereinigt sein kann nur die Seele, die jeglichen Widerstand aufgegeben hat und mir in tiefster Liebe sich hingibt, also mein Urwesen annimmt und selbst zur Liebe wird. Und da wird hier von der roten Liebe gesprochen. Diese rote Liebe ist allumfassend. Dann bekämpfe ich nicht irgendwelche Hater und gehe auf die Straße, dass der Hass verboten wird. Dann hasse ich nämlich den Hass. Ich werde nur mit meinem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Ich sage, nichts ist übler wie die angeblichen guten Menschen, die sich von ihrer Logik einreden lassen, dass sie zu den Guten, zu den Richtigen gehören. Und alles, was deiner Logik widerspricht, ist böse. Ich sage, die Logik ist austauschbar. Jetzt gehe ich auf eine Seite rüber, dass diese angeblichen Bösen, die so voller Hass sind, die hassen diese scheinheiligen guten Menschen, die sich selber was vorlügen. Und jeder von den beiden Seiten wird nur mit seinem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Und die Impfbefürworter hassen die Impfgegner und die Impfgegner hassen die Impfbefürworter. Und die Rechten hassen die Linken und die Linken hassen die Rechten. Und der sich das ausdenkt in der heiligen Mitte, wenn er weiß, dass er die heilige Mitte ist, dass er das verbindende Er, E Quadrat R, dass er das verbindende Parameter ist für alles, was er sich ausdenkt. Das bist du, das ist der träumende Geist. Den Traum wird es ohne diesen träumenden Geist nicht geben, egal an was du denkst. Ich erkläre zum tausenden Mal, ich frage dich, was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Alphedon gemeinsam? Der sich den jetzt ausdenkt, diese Sachen. Was hat jetzt, wenn man gerade die Bilder, jetzt erinnere dich, jetzt denk an das Monitorbild, bevor ich jetzt dieses Bild eingeschaltet habe, waren vorher drei Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Was haben diese drei Pixelmännchen gemeinsam? Dich, Geist, der du diese drei Brösel ausdeckst. Und dann kannst du dich noch vor den Computer hindenken, dann denkst du dir den auch aus. Das ist hundertprozentig sicher und es existiert immer nur das, was du denkst. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Kommunion genauer an. Du wirst merken, das ist hochinteressant. Das ist Communio, Communis, ist einfach eine Gemeinschaft.
dieses GE-Quadrat, der Geist, das kann ich jetzt GE lesen, ist genau genommen ein Gimmel, ist ja 3, ist die Einstein-Formel. Nimm das jetzt einfach hin, der dritte Buchstabe im Hebräischen heißt Gimmel und ausgeschrieben ist das eigentlich rund in der Grundschule die Einstein-Formel. Dass dieser Geist wird ständig in eine andere Form umgewandelt, ohne sich dabei zu verändern, meine 200 Gramm rote Gnede. Und diese G als Synthese jetzt, als dritter Buchstabe, ist die Synthese von E-Quadrat und das ist E-Quadrat, ist das Ding in der Einstein-Formel. Und dieser Geist, der E-Quadrat ist, das ist M1. Mein Geist. Und der erschafft. R, E-Quadrat, R. Er erschafft. Dieses schafft, ich will eigentlich auf was ganz was anderes hinweisen, dass hier prinzipiell jetzt die Umschreibungen, was sind mal diese lateinischen Wörter? Was heißt das? Wer weiß es? Heilig. Ganz einfach Blut. Blut. Die Gemeinschaft ist Belut. Dieses Blut ist ganz wichtig, das heißt, man stecken alle in einer Hülle. Jeder Einzelne in dieser Gemeinschaft steckt in einer eigenen Hülle, weil jeder sieht immer bloß seine eigenen Informationen. Das führt uns dann zum Adam. Wir wissen das, weil das Blut ist rot und dieses Brot, B-Rot, heißt im Adam. Kann man genau, auch arithmetisch übrigens, zahlentechnisch genau erklären, wenn wir... Ich erzähle dir jetzt etwas, ich weise dir immer wieder darauf hin, das ist ein Computerprogramm. Interessant ist, wenn wir uns das jetzt noch anschauen, das sind Umschreibungen für diese Bereitschaft. Wir stecken alle mehr oder weniger hier in einer Hülle. Jeder Einzelne für sich, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum, wobei im Hintergrund es nur ein allereinziger Geist erlebt. Was du erlebst, steht und fällt mit dem Intellekt, ich sage mal, das Lebensbuch, das du zurzeit durchlebst. Das ist jetzt hier die Rede, wobei jetzt hier wir da einen Schritt weitergehen können. Das ist auch das Gespräch. Wir führen jetzt ein GE-Quadrat-Sprech. Ich nenne das immer ein Selbstgespräch, weil mit wem rede ich jetzt eigentlich? Ich erzähle das dem, der sich das ausdenkt. Was sich ausdenkt. Denk jetzt einfach mal an den Udo. Denk an den Sprecher. Wer denkt sich jetzt diesen Sprecher aus? Ist dieser Sprecher jetzt nicht eine Information? Mir nennt er den einfach mal Udo. Weil der Lautsprecher, der Computer ist ja nicht der Udo. Das Pixelmännchen ist auch nicht der Udo. Ich erkläre das immer wieder. Du musst dieses Wissen installiert haben. Das heißt, das muss jeden Moment, der in dir auftaucht, muss dir klar sein, dass dieser Moment, der jetzt in dir auftaucht, aus dir selber kommt. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist deine Information. Und er ist, weil du ihn denkst. So, und jetzt denk einmal bitte an deinen Körper. Wer hat sich jetzt, ich sage immer, denk an deine Hände, ball die Hände zur Faust. Ich wiederhole das ja absichtlich immer. Wer denkt sich jetzt diese Hände aus, an die du denkst? Hat jetzt doch einer gesagt, ja, ich selber. Ich denke mich selbst aus. Aber dann muss doch dieses Ich, das ich das jetzt ausdenke, und der, an den du denkst, wenn du an dich denkst, sind ja zwei verschiedene Ich. Und wer denkt sich jetzt das aus? Wer denkt sich den aus, der an sich denkt? Und dann brauchst du diese vier Ich von Holofeeling. Darum ist es ein geistiges Gespräch und eine Äußerung. Und da haben wir jetzt schon dieses, könnte ich jetzt AUB lesen. Der Schöpfer mit zwei Bündchen drüber, das ist deine Gedankenwelt, ist eine aufgespannte Polarität und das ist deine Beschwörungskunst. Kannst du beschwören, dass du der bist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst? Dann schwörst du an Meinheit. Und ich betone jetzt nochmal, solange du Meineide schwörst, egal an was du denkst oder was du glaubst, ich frage dich, kannst du das beschwören? Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Kannst du beschwören, dass du dich auf einer Erdkugel dich befindest, die sich um die Sonne rumdreht, als ein Affe bei eigener Definition? Für dich wird es immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, aber kannst du es beschwören oder erscheint dir das nur logisch? Solange du Meineide schwörst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, weil du ein ewiger Geist bist. Das ist das, was ist. Und da warne ich dich davor. Es ist dann keine Bedingung. Ich weise dich nur darauf hin, dass dieses Spiel des selbsterzeugten Leids, der selbsterzeugten Ängste, so lange in dir fortläuft, bis du dich eines Geistreicheren besinnst. Nämlich zuerst einmal die Frage stellst, was bin ich und was sind meine Gedanken? Und du musst dir das beantworten, das hat nichts damit zu tun, die Menschen um dich herum, die Masse, deine Hausgenossen werden versuchen, dich auf dieser Ebene festzuhalten, das sind die Gefängniswärter bei mir in den Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat.
Vergiss deine Familie. Was ist deine Familie jetzt? Was sind deine Freude jetzt, wenn du jetzt alleine vor dem Computer sitzt? Was sind die jetzt? Es sind Gedanken, die so lange existieren, solange du sie denkst. Und du wirst jetzt merken, in dir rebelliert alles, was du Moral nennst. Das große Problem, die Moral, eine unendliche Verlogenheit. Das hebräische Wort Moser, tausendfach darauf hingeschmissen, darauf hingewiesen. Das heißt nämlich, dass da mal ein Angeber, ein Denunziant und ein Schwarzmaler. Und natürlich die Moral. Moralisten sind die geistlosen Angeber, die angeben, was richtig ist und was verkehrt ist. Und die denunzieren jeden, der nicht ihrer Meinung ist. Das sind die Moralisten. Das sind die guten Menschen, die jetzt hier große Aktionen starten gegen den Hass und gar nicht merken, wie sehr müssen die diese hassenden Menschen hassen. Du wirst immer nur mit deinen eigenen Spiegelungen konfrontiert, mit deiner eigenen Dummheit und mit deiner eigenen Weisheit. Und das Ganze passiert, wir nennen das einmal Maschinen übersetzen, mit Buchstaben und Wörtern. Das ist das Große. Du steckst in einer Hülle, das sind doppelt aufgespannte Wörter. Orte könnte ich lesen. Aber jetzt ist das Fokum eigentlich hier, das Literarum, das ist klar, das sind die Buchstaben. Die Lithografie. Aber das Fokum als Ding an sich wird jetzt hier, das Vokabular ist untrennbar, das Geräusch wieder mit dem geschriebenen Wort zusammenhängen. Das Fokum nämlich ist hier auch die Stimme und da kommt diese Eigenart, die du jetzt hier bekommst, dass du das eine ohne das andere eigentlich gar nicht so klar ist, weil eine Stimme, ein Geräusch wird es in dem Moment, die Sprache, wenn du ein Wort zu einem Geräusch machst, wir haben immer wieder, weise ich darauf hin, du kannst ein optisches Wort sehen und du kannst akustisch ein Wort sehen. Das hängt untrennbar miteinander zusammen. Und dieses untrennbar ist auch wieder eine Welle. Ist ein Wort jetzt ein Geräusch oder ist es geschrieben? Und es muss nicht unbedingt geschrieben sein und es ist doch geschrieben. Zum Beispiel hörst du jetzt fiep, fiep. Irgendein Geräusch und du denkst an einen Vogel. Und da sagst du ja, dieses Geräusch ist ja nirgends festgelegt. Doch, wenn du begreifst, dass du jetzt ein Computer bist und dieses Geräusch aus einer Datei entspringt und auf dieser Datei ist dieses Geräusch letztlich Schriftzeichen. Genau genommen bloß 1 und 0. Jetzt denken wir an das Morse-Alphabet. Im Anfang war das Wort. Und gerade jetzt mit diesem Morse-Alphabet, das sind ja nur Pünktchen und Strichchen. Kurze und lange Töne, könnte ich das nennen. Ich kann auch sagen, Schalter ein oder Schalter aus oder 1 oder 0. Das ist dieser Binärcode. Und aus dieser Kombination entspringt dann letztendlich das, was du in deinem Kopfkino erlebst. Das ist eigentlich diese Kommunion. Und jetzt kann man hier das Kommen, wissen wir für sich alleine. Da muss man reingehen in das große Geheimnis. Das hast ja zusammen. Das ist das da mal hier von allen Seiten mit sich, bei sich, mit zusammen. Komm, komm, diese Grundradix. Und dann kriegst du jetzt diese Pflichten. Da steckt schon das Licht mit drin. Das Darkwerk. Und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich dieses Spiel der Zeichen, der Namen. Jedes einzelne Wort ist ein Kleinod und mit Holofeeling kannst du das umsetzen. Und ich betone immer wieder, ich beweise dir mit Holofeeling, mit einer hundertprozentig sicheren arithmetischen Präzision, dass du jetzt in einer Matrix lebst, so wie in dem Kinofilm Matrix. Und du bist nicht irgendein Brösel in der Matrix, eine Figur, ein Antagonist oder Protagonist als Spieler und Regisseur, der Protagonist in der Matrix, in der Traumwelt. Du bist nicht diese Figur in deiner Traumwelt, an die du denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Du bist aber auch nicht in Zion, unterirdisch, wo die sich einspannen und meinen, sie sind frei. Wo der Morpheus dann den Neo rausholt, abnabelt, runter in diese unterirdische Welt. Das sind diese zwei Seiten, die unterirdische WLD und die oberirdische Welt. Weltwissen heißt der polare Rand. Der wird erzeugt durch deine KI. KI heißt nämlich auch Brand. Das ist nicht nur das ERD, der polare B-Rand im Rand. BR heißt das Äußere, sein Auf- und Abschwingen.
Wenn man jetzt die Grundlagen von Holofeeling kennt, das ist wie mit einer Fremdsprache. Die Fahrersprache, wie ich das nenne, diese göttliche Fahrersprache ist eine Schöpfungsmacht. Das ist ein Computerprogramm. Ein komplett göttlich, arithmetisch präzises Computerprogramm. Und du wirst Wunder vollbringen können, wenn du die Fahrersprache verstehst. Du kannst deine Welt von einer Sekunde auf die andere, kannst du in eine Wunderwelt verwandeln. Wenn ich jetzt immer wieder, jetzt denken wir uns natürlich unsere Nadja aus, wenn wir jetzt spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren, ich mache eine Bröselgeschichte. Sie lacht von morgens bis abends und sagt, Udo, das ist so unglaublich. Sie sieht dieselben Bilder, die sie vorher gesehen hat. Und die löst plötzlich ihr Lachen aus, weil sie den Hintergrund der Programmierung langsam erkennt. Das ist immer neutral. Da geht es nicht, ob was gut oder böse ist, weil das ist eine einseitige Definition eines Programms. Bei Holofeeling beginnt es, dass ich hier am Anfang sage, du kannst aus einem Wort nur das herauslesen, was du mit deinem Intellekt hineininterpretierst. Ursprünglich vor 20 Jahren habe ich angefangen mit dem Wort Krebs. An was denkst du bei dem Wort Krebs? Und du wirst jetzt feststellen, sobald du dir Gedanken machst, gibt dein Programm verschiedene Möglichkeiten her. Aber ich sage, dieses Wort kannst du zu einem 400-Seiten-Buch aufblasen und das ist dabei nicht geendet. Das ist wie mit einem Mandelbrot-Fraktal, wenn man das Prinzip verstanden hat. Und wenn ich immer wieder betone, du kommst aus dem Kontext, du kommst aus dem zusammengeschmissenen Text nicht heraus und jetzt nimmst du das Wort Text, dann hast du zwei T und in der Mitte steht das X. X heißt auseinander. Aber wir können das auch rot machen, dann ist E die Energie, ist das X. Das ist die Energie in der Mitte ist auch X. Das ist die Spiegelung von den auseinander, ist dann die Energie in der Mitte. In diesem Kreuz ist die Mitte und dann haben wir hier zwei Spiegel. Ja. Das ist der Text. Und Kontext heißt, dass wir das in einem Punkt zusammenschmeißen. Ja. Du merkst jetzt, die Vatersprache mache ich eine sehr leichte Erklärung. Und in dem Mandelbrot-Fraktal haben wir eine kleine Anfangsiterationsgleichung. Und dann wiederholt sich immer dieses Mandelbrot, schon das Wort Mandelbrot, Benoit Mandelbrot heißt der Typ, glaube ich. Ben, das ist der Sohn. Und jetzt können wir jedes Wort Nomen ist Omen mit Holofeeling auffächern. Da gibt es keine Zufälle, keinen zufälligen Zufall. Das Los, das ist bei vielen Kleinigkeiten, wenn du ein bisschen spielst mit Worten, ich würde da noch genauer darauf eingehen, dass zum Beispiel der Stier bei vielen wenn du hier bloß Buchstaben machst. Ich habe immer so kleine Tipps gegeben, mit hinzufügen und weglassen, dass das eigentlich nichts mit einem ausgedachten Tier zu tun hat, dieser Fahrer. Schau mal, ich mache mal für einen, wenn die jetzt ein bisschen Holofeeling macht, wir machen einfach mal dieses einfache Spiel, wir gehen in unseren Gematrie-Explorer und wir machen mal diesen Stier. Da steht jetzt Bulle, das männliche Richterstier. Und ich mache hier schon den kleinen Tipp ausgelesen. Das Wissen von irgendetwas ist immer eine Berechnung. Du bist der Computer und wenn in dem Moment, wo in dir eine Information auftaucht, sprich in dem Moment, wo auf dem Computerbildschirm irgendein Bild auftaucht oder ein Geräusch aus dem Lautsprecher rauskommt, ist es eine Berechnung. Stimmt oder stimmt? Rot gelesen ist diese Weisheit im Kopf, ist praktisch das Zusammengefasste, ist ein aller Weisheit heißt, es ist dieses Ja. Weißt du, die Welt funktioniert? Ich als Udo sage, ich als UP jetzt rot gelesen sage, ja. Ich weiß es. Dann fragst du mich, kannst du es mir erklären? Sage ich ja. Die Frage ist, wie lange braucht man dazu? Ewig. Aber was ist ewig? An was denkst du bei dem Wort ewig? Das Wort ewig kommt übrigens von ewig, kommt von Ehe. Das ist schlichtweg, du musst dich komplett loslösen von unbewusstem chronologischen Denken. Aber worauf ich jetzt hier hinaus will, dass ich zum Beispiel einen kleinen Trick, das ist ein S-Tier, blau gelesen hast, ein raumzeitliches Tier. Der unbewusste Mensch, Kof, das hebräische Wort für diesen Buchstaben heißt Affe. Und jetzt siehst du schon, das sind zwei Facetten. Der Schöpfer hat zwei Facetten, Wellenbach und Wellental in dir. Als momentan geckenwertiges Kind sollte man sich, das ist dein raumzeitliches Ich, als Fahr, das heißt als stolzer Stier, niemals zum Ochsen machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Stier und einem Ochsen? Das bedeutet ja beides. Der eine ist kastriert, der ist nicht zeugungsfähig. Das sind die ganzen Figuren in deiner Traumwelt, sind einfach nur existierende Erscheinungen, aus denen kommt nichts. Weil das, was die äußern in deinem Traum, kommt aus dir.
Aber wieso ich jetzt dir zeige, ich sage, wenn du tiefer in dieses Wort eintauchen willst, machen wir zuerst den kleinen Trick, dass wir hier in dem Stier eigentlich zuerst einmal einfach nur hier ein Waff dazwischen schieben und was kriegst du dann dein Los? Das Los, du zerbrickst in dir, in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein Stier, denkst du ja an dich als Körper. Und dann fällt dir was zu. Sobald du an irgendwas denkst, fällt dir was zu. Da haben wir jetzt hin schon den UB im Hintergrund. Siehst du das? Das ist im Kopf der 86. Im Kopf von UB passiert das Ganze. Das, was sich öffnet, ist immer ein Sohn, eine polare Existenz. Das, was dir zufällt. Ich weiß, wenn du jetzt die Hintergrund, es ist streng, es ist so, wie wenn ich dir jetzt programmieren lehre an einer Universität, ganz normale Computertechnik, dann kriegst du was beigebracht und genau dieses System wirkt hier mit einer strengen Arithmetik, bloß mit einem großen Unterschied, dass dich plötzlich, du kriegst einen Beweis, dass alle Sprachen der Welt, alle Religionen und die Naturwissenschaft, die Chemie und die Physik und die Arithmetik ein absolut streng arithmetisches System sind, das lückenlos ineinander passt. Das heißt, du kommst aus dem Kontext heraus. Ich beweise dir, dass du in einer Matrix lebst. Als Brösel, wenn du an dich denkst, aber dass dieses Spiel sich in deinem roten Kopf abspielt, weil du ein träumender Geist bist. Wir können jetzt hier ganz schlichtweg und einfach ein I dazwischen setzen. Und es kann oft sein, dass hier kein hebräisches Wort dafür gibt. Aber da gibt es ein hebräisches Wort, das ist nämlich jetzt ein Schacht. Ganz interessant, der Schacht sagte im ersten Moment nichts, ein Loch, aber das führt dich zur Neckep, zu deiner weiblichen Hälfte. Und wenn ich jetzt das, ich muss die Hebräischwörter, die du in Wörterbüchern findest, gar nicht wissen. Es reicht, wenn du hier das Rot-Blau lesen kannst. Blau ist die Existenz einer Affinität, ist immer eine Polarität, die außerhalb von dir in Erscheinung tritt. Affinitäten sind Spiegelungen und das sind Existenzen, weil alles, was existiert, Gedankenwellen sind. Das sind diese Gedankenwellen, die in dir auftauchen, weil du immer bist. Das führt dich zu dem El Hayom. Und in diesem ganzen Spiel, das extrem verwirrend ist, so verwirrend, wie wenn jetzt irgendeiner in dir auftaucht, der Chinesisch spricht. Oder Russisch. Das ist dieses Schöne, wo ich jetzt habe, hier mit Shit. Ja, das war gut. Dieses Lied, es geht hier nicht um irgendwelche, ob du das gut oder schlecht findest. Dass du hier gerade diese Kleinigkeiten, wenn du das anschaust, die Worte, die Zeichen, dann können wir diese russischen Zeichen können wir mit Hieroglyphen verbinden und da ist ein wirklich ein strenges arithmetisches System im Hintergrund. Ich gehe schon um Viertel nach 10 treffen wir uns. Alles klar. Ja. Und das ist eigentlich hier das Spiel des ewigen Lebens. Darum ist es also relativ einfach, nur zu schauen, was da ist. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche für dich. Dass du der bist, der schaut, was für eine Information ist jetzt da. Unser großes Zeichen mit Cut. Was ist jetzt da? Schau einfach. Und das, was da ist, ist. Und es ändert sich von Gedanken. Jetzt diese Worte, die ich spreche. Wenn wir das jetzt laufen lassen, ich würde jetzt gerne unser Vorab das Video schnell laufen lassen, weil das will er noch ein wenig umprogrammieren. Ich schiebe es einfach einmal mit rein. Ne, lass mich mal. Ich habe eine bessere Version, Udo. Dann schick mir die bitte. Ja. Ich wollte es mir gerade mit dir angucken. Also soll ich es dir jetzt schicken? Die schickst mir jetzt gleich und dann lasse ich sie laufen. Dann sehen wir, ob es läuft oder ob es nicht läuft. Ja. Was du gemacht hast. Das jetzt alles im laufenden Selbstgespräch. Na super. Das ist ja eh bloß. Das ist vollkommen gleichgültig. Es wird so sein, wie du es interpretierst und dir ausdenkst. Es ist deine Welt. Aber wer ist deine Welt? Ist doch nicht den Holger seine Welt. Oder den Michael seine Welt, den Udo seine Welt, jetzt auf Brösel bezogen. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du hast jetzt deine Welt. Das heißt, das hängt jetzt wesentlich mehr von dir ab, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, wie von irgendeinem Holger. Und ob das funktioniert, hängt davon ab, das zeigt jetzt, wie sehr du schon funktionierst. Hast du mir die Datei geschickt? Ich glaube jetzt, ich schicke sie lieber mal an deine Adresse. Ich habe es jetzt an die Kommunikation hier geschickt. Ich mache es nochmal. Nee, du sollst es an meine Adresse schicken. Ja. Gut. Dann schauen wir halt doch mal. Jetzt muss ich da wieder zurück. Eine Macke ist noch drin. Mal schauen, wer sie findet. Wir werden das gleich mal machen.
Dann tue ich den Bildschirm übertragen und dann machen wir das jetzt einfach mal auf. Ob es hingehört hat. So, dieses kleine Video, ich erkläre das einmal, ich muss mich jetzt selber überraschen lassen. Wie du schon gesehen hast, das heißt von Moment zu Moment. Wir wissen, Mom ist schlichtweg und einfach hier das Auftauchen. Ich fahre das nochmal ganz kurz mit rein. Da haben wir diese 2 mm. MOM, das ist einfach ein Fehler. Das heißt, es fehlt was in der heiligen Einheit, ohne dass es fehlt. Wir brauchen die zwei Seiten. Es taucht in dir irgendetwas auf. Der äußere Wert ist aufgespanntes Wissen, das ist die 86 in dem Moment. Der Atpaschwert ist die 100, das ist die Affinität. Das heißt, du hast ein äußeres Wissen, ist UB, blau gelesen, aufgespanntes Wissen. Und der Atpaschwert ist 100 und diese 100 steht für die Affinität. Verborgener Wert ist die 86, das rote UB. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Man kann das immer wieder erklären, die rote Vieh in der Mitte und dann haben wir hüben 6 und drüben 6, heißt eigentlich nur, die eine Seite ist aufgespannt, diese 6 als aufgespannt, kannst du alles Mögliche setzen. Hell, dunkel zum Beispiel. Da ist hell und da ist dunkel, da ist gesund und da ist krank und in der Mitte ist die rote 4. Aber ich finde, dass du darfst die Ziffern, wenn du siehst, nicht nur als Ziffer sehen. Ein Zeichen hier, so ein hebräischer Buchstabe, Herr 3, jetzt hast du mal drei Arten. Das ist das erste Zeichen hier ist zum einen ein Laut, das ist der Laut M. Ist ein Konsonant, ist eigentlich nur M. Dann ist es eine Ziffer, die 40, und es ist ein Symbol. Ein rotes und ein blaues Symbol, das siehst du da unten. Das heißt, das geistige Meer ist rot und blau ist eine Gestaltwertung. Und das gilt jetzt natürlich auch in dem Moment, wo du eine Ziffer siehst, ist es im Prinzip ein Symbol, rot-blau, und es ist hier ein Laut, der sehr vielfältig werden kann. Das ist aber relativ leicht zu lernen. Ich sage immer, wenn ich da drüber gehe, hast du ganz grob die Laute. Und das spielt lückenlos ineinander bei Holofeeling. Nicht willkürlich, sondern ganz, ganz präzise. Diese Präzision ist so genau, dass es alles an Religion und Naturwissenschaft und jetzt zur Zeit benutzter Arithmetik, ich sage absichtlich nicht Mathematik, weil Mathematik wissen wir Geist mittlerweile, das heißt einfach nur das gelernte Wissen von geistlosen Dummköpfen, die alles nachschwatzen, aber nichts verstehen, was es wirklich bedeutet. Und es darf kein Yoda verloren gehen. Wenn ich da in der Internetadresse hier oben statt am Punkt der Komma mache, kannst du die Adresse nicht aufrufen. Es ist, ich rede von einer hundertprozentigen Präzision. Und wir können jetzt dort das Waff, das I reinschmeißen. Das habe ich tausendfach erklärt. Dann kriegst du das hebräische Wort für Wasser. Jetzt haben wir natürlich ein rotes Wasser und ein blaues Wasser. Das Wasser, das immer ist, ist der Geist. Und das sichtbare Wasser taucht immer irgendwie nur kurzzeitig auf in Form von Gedankenwellen. Das wird hier ist Gestaltwerdung, das geistige Meer, El Hayom, Gott das Meer, und die Gestaltwerdung sind die Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Das ist das, was an der Wasseroberfläche praktisch in Erscheinung tritt. Aber wir wollen jetzt einmal dort dieses Video laufen lassen. Es war jetzt nur ein kleiner Hinweis auf das Mom. Es ist schwarz. Schwarz ist Krishna. Wir sagen, das symbolisiert in der Physik, alles fällt in einem Punkt zusammen. Hebräisch nennt sich dieses Wort 1,30 geschrieben. Das ist praktisch Al oder El ausgesprochen. El ist Gott. Das heißt, E-Quadrat ist das Licht. El ist Gott. E-Quadrat ist das Licht. Jetzt haben wir Krishna. Im Lateinischen nennt man das, das ist jetzt obskur. Das ist die Kamera obscura. Das ist das Obskure, in dem sich alles befindet, diese Finsternis, in der sich alles befindet. Wir lassen das jetzt einmal laufen, was passiert. Und jetzt taucht plötzlich ein Weib, denkt an das Weib, weiß, mit einem scharfen S hingeschrieben, ich weiß, das griechische Beta ist wie das scharfe S. SZ nennt man das auch. So. Und jetzt taucht da ein Buchstabe auf. Und du musst jetzt wissen, in der Regel sind diese Buchstaben sind Konsonanten. Es gibt dann hier Halbvokale. Aber es sind prinzipiell zuerst einmal Konsonanten. Wir machen das ganz einfach. Das heißt dazu, das sind keine Vokale. Die Fokalisation, Foka, haben wir gerade schon gehabt. Das Vokabular hat was zu tun mit einem Zeichen, mit der Stimme und mit Worten. Mit einem Gespräch, mit einer Rede, die Vokabular und mit irgendwelchen Worten, die man auch optisch darstellen können. Habe ich gerade vorher angesprochen.
Und jetzt lasse ich dir mal aufblitzen und du wirst jetzt feststellen, jede dieser optischen jetzt, diese optisch gesehenen Zeichen ist hier und jetzt für einen kleinen Moment bloß da. Als Film könnte ich jetzt sagen, Bild, bloß in einem höheren Komplex. Das ist jetzt vollkommen ohne Geräusche. Und jetzt schauen wir uns den Hintergrund an. Das heißt, das, was ich am Anfang dieses Gespräches erzählt habe, ist definitiv, dass wir diesen Monitor, alles, was du auf dem Monitor siehst, befindet sich in einem Punkt, nämlich in dir. Du spannst praktisch hier vor dir eigentlich ein Gesichtsfeld, das in der Kamera obscura, Kamera heißt ein Deckengewölbe, geöffnete Ecken. Da müssten wir jetzt die Tetraederstruktur genauer erforschen. Das spannen wir auf. Das heißt, wenn ich das Zeichen jetzt links oben oder rechts unten oder irgendwo anders hinmache, ist es trotzdem jetzt. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Jetzt haben wir schwarz und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Ich halte jetzt das einmal an. Es ist, jeder Buchstabe taucht jetzt in dir auf. Du wirst jetzt im ersten Moment sagen, ja, aber auf einer anderen Stelle auf dem Monitor. Es ist aber immer jetzt. Und die andere Stelle ist immer hier in dir, in dem Zentrum der Kamera Obscura. Es muss ja deine Information sein. Wo befindet sich das in dir? Immer in dir ist einfach, in dir befindet sich alles in einem allereinzigen Punkt. Das ist der Punkt, da ist es obskure, wo sich alles gleichzeitig befindet in der Finsternis. Und jetzt machen wir hier auf den Schwarzen, in dem Schwarzen, das wir uns jetzt ausgedacht denken, was genau genommen der Punkt ist, in dem sich alles befindet, spannen wir vor uns eine schwarze Fläche auf und setzen jetzt in das Schwarze die Punkte an verschiedenen Blickwinkeln. Das sind nur andere Blickwinkel. Schau, du veränderst, denk an das Anfang des Gespräches, wenn du den Kopf nicht bewegst und du hast da Farbbrille auf, dann muss ja das, was der Monitor auch, ist ja nur ein Arrangement von Pixeln auf deine, in deinen Augen, die von innen angesteuert werden und du veränderst jetzt nur den Blickwinkel und es blitzt trotzdem auf. So. Was jetzt du chronologisch denkst, kann immer nur gleichzeitig. Es ist immer jetzt. Jetzt zeige ich dir den Hintergrund. Wir schauen jetzt einmal in die Datei rein. Ich hoffe, der hat es so programmiert, wie wir es ausgemacht haben. So, jetzt ist interessant. Ich habe jetzt dünn geschrieben, ist ein Satz. Jeder Moment, der in deinem Geist auftaucht, taucht immer hier und jetzt in dir auf. Wenn du jetzt da mitliest, was du feststellen, der Hintergrund, dass die ganzen Worte in dem Moment, das ist das im Arbeitsspeicher. Wir können jetzt sagen, jeder dieser Buchstaben steht für ein Bild in einem Film. Und dieses chronologische Abrasten hat nichts mit einer chronologischen Reihenfolge, bezieht sich von der Vergangenheit in die Zukunft zu tun, sondern es ist ein transversales Austauschen von Bildern. Jeder Moment, der in dir Geist auftaucht, taucht im Meer, hier und jetzt in dir auf. Schau, das ist jetzt die Datei, die wir abgerastert haben. Wir können jetzt sagen, jedes dieser Dinge ist ein Einzelbild, die ja alle gleichzeitig jetzt da sind. Und es blitzt immer nur ein allereinziges Bild auf. Das ist das, was du dann da oben hast. Das ist das, was du letztendlich, das sind die Geräusche. Ich sage, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Ich kann nicht einmal ein Wort jetzt aussprechen, weil das Wort nochmal in Einzelbuchstaben zerhackt wird. Funktioniert doch, Holger. Was hast du denn für ein Problem? Das ist das transversale Denken. Das heißt, umso tiefer du gehst, das baut sich, das ist der Pyramidenwert, baut sich das wie eine Pyramide auf. Das ist in diesem Gematrie-Explorer der Pyramidenwert in Bezug auf das Wort. Weil viele meinen, was bedeutet Pyramidenwert, da muss man sich reinlesen. Das ist einfach nur Wissen, wobei das extrem reduziert ist. Ich spreche immer von Vereinfachungen, von Vereinfachungen, von Vereinfachungen. Und du musst dir keine Gedanken machen, dieses ganze Wissen ist in dir drin. Weil alles, was dieser Brösel Udo dir jetzt erzählt, dieser Lautsprecher erzählt,
ist jetzt nur in dir drin, weil du das träumst. Und die Figuren in deinem Traum haben keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Kleinigkeit, die du wirklich dir bewusst machen musst, dass das nicht ein Wissen ist von dem Udo, den du dir ausdenkst, sondern es ist dein Wissen. Holofeeling ist dein tiefstes inneres Wissen. Das ist nicht das Wissen von einem anderen. All das, was du bisher gesagt hast, das ist meine Meinung, es ist mein Wissen, hast du geistlos als Affe unter Affen irgendjemand nachgeäfft. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus wurde nicht gekreuzigt, Jesus hat es nie gegeben, das ist eine Märchenfigur. Egal, was du denkst, es ist nicht deine Meinung. Egal, was du schön empfindest, es ist nicht deine Meinung. Egal, was du meinst, was gefährlich ist, was richtig ist, was verkehrt ist, du hast noch keine eigene Meinung. Holofeeling ist deine Meinung. Und Holofeeling ist allumfassend. Und Figuren in deinem Traum sind ein Dasein müssen, weil du die träumst. Und du als träumender Geist musst es träumen, weil du noch keine Freiheit hast. Das ist die Matrix. Und mit Holofeeling kannst du dich abnabeln. Ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen. Ich bin die rote Liebe. Und die rote Liebe ist, rot ist die Synthese von Lieben und Hassen. Und das passiert alles heute. Heute ist ein ewiger Tag und jeder Moment, der heute passiert, der in dir heute in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Der Tag platzt auf in Tag und Nacht. So wie der Kegel in Kreis und Dreieck aufplatzt. Wir haben hier einen Dimensionswechsel, auf den ich hinweise. Ich rede bei Holofeeling vom Wissen, wo deine Welt nicht die geringste Ahnung davon hat. Keiner. Und ich werde dir sagen, wieso? Und dann lassen wir es gut sein. Weil die Menschen, die du dir ausdenkst, können immer nur so sein, wie sie von dir ausgedacht werden. Und das sind Spiegelbilder deiner eigenen Unwissenheit. Das heißt, du solltest niemals versuchen, dir in irgendeiner Form Wissen oder Weisheit von außen zu holen. Sondern du kannst es nur in dir selbst finden. Du kannst Wissen von außen nur dann in dich hineinschaufeln, wenn du dir das vorher ausdenkst. Wenn du träumst, existiert immer bloß das, was du dir ausdenkst. Aber wo kommt es her, was du dir ausdenkst? Und dann haben wir immer wieder die Stufe. Das erste ist, du hast erst einmal eine Information. Das ist ein ausgedachtes Innen. Und zu diesem ausgedachten Innen hast du ein ausgedachtes Außen. Das nenne ich inner Haal B und außer Haal B. Halb. Und diese zwei Hälften zusammenfallen in dem Punkt in der Kamera Obscura zusammen. Und in dem befindet sich alles und blitzt alles auf. Das ist hinter deinen Augen dieser Punkt, wo dein Geist sitzt, wenn du jetzt deine zwei Augen vor dich hindenkst, wenn du dich als Körper denkst oder die Haare über dich drüber oder unten, die Beine oder da was hindenkst. Du denkst es dir aus, du stellst es dir vor, egal ob du dir das über dich denkst, unter dich denkst, in die Vergangenheit denkst, du verstreust hier und jetzt deine eigene Information, wo sich im Meer in diesen einen Punkt befindet, um dich herum rein gedanklich in Raum und Zeit. Aber egal, was du denkst, egal, wo du dir es hindenkst, es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt in dem Punkt deine Information. Das war's. Und nochmal zum Abschluss, nicht um dir Angst zu machen. Das ist, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange irgendwas in dir drin ist, das das nicht wahrhaben will. Und, Holger, jetzt darfst du, Bitch.